Ich bin Ferdinand. Man sieht mich und denkt, groß, furchteinflößend. Man denkt, wenigstens ist er nicht im Porzellanladen. Oh nein. Ich bin Emire Meixelbronn und ich spreche die Sissi in Ferdinand geht stierisch ab. Ich bin hier, um einen Stier auszuwählen. Ich nehme diesen. Showblade, wenn du bist wie du. Ich bin kein Kämpfer. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? An uns kommt nichts vorbei. Nie und nimmer, nimmer, immer, nie und nimmer. Also ich kannte Ferdinand der Stier schon aus meiner Kindheit und war sehr aufgeregt, dass es jetzt einen Kinofilm gibt, weil ich die Geschichte einfach wahnsinnig süß und berührend und ehrlich gesagt auch zeitgemäß finde. Wir sind da auf der wunderschönen Pferdalseite und das ist die stinkende Stierse. Die drei Lipizzaner, die sind schon sehr von sich überzeugt und die Sissi auch, weil die haben ja die schönsten Beine und die können am besten tanzen. Eigentlich sind sie unerträglich. Aber ich liebe sie sehr. Schlechti, ich wünsche dir noch einen stinkenden Tag. Hi, Hof Josef. Hi, Hof Sisi. Ich bin kein Kampfstier. Du musst kein Kampfstier sein. Das Besondere an Ferdinand ist, dass er halt einfach nicht kämpfen will. Ich liebe diese Botschaft generell. Komm, kleiner Kerl, komm zurück. Das war knapp, entschuldige! Au!